Hallo ihr Lieben, ich bin Deborah Ravel und heute hier in Stuttgart, um Schauspieler Jannis Niewöhner zum Interview zu treffen. Und dafür habe ich nicht nur meine Fragen mitgebracht, unter anderem auch über seinen neuen Film Jonathan, sondern auch einen ganzen Topf voll mit euren Fragen. Und wir schauen einfach mal, was Jannis dazu zu sagen hat. Herzlich willkommen heute zum Interview. Ich freue mich riesig, dass ich dich heute treffen darf. Und du bist ja heute hier für die Premiere von deinem neuen Film Jonathan. Und wenn du jetzt die Handlung von Jonathan so kurz und knapp in eigenen Worten zusammenfassen müsstest, wie würde diese denn lauten? Also kurz und knapp geht es um einen jungen Mann, der auf dem Bauernhof lebt mit seinem krebskranken Vater, um den er sich kümmert. Gleichzeitig kümmert er sich auch um Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen, die an diesen Hof kommen, und seine Tante, die ein leichtes Alkoholproblem hat und eigentlich opfert er all seine Zeit und Hingabe für die Menschen irgendwie, die um ihn herum sind. Und dann gibt es ein großes Familiengeheimnis, um das es geht. Es gibt auch eine Liebesgeschichte und es gibt sehr viele Dinge grundsätzlich in diesem Film und es geht um sehr viel. Der Film wurde ja letztes Jahr gedreht. Wie waren so deine Gedanken, als du das Drehbuch zum ersten Mal gelesen hast? Ich habe das gelesen und sofort gemerkt, dass das wahnsinnig viel mit mir irgendwie zu tun hat oder dann vielleicht auch so mit den Gedanken und Gefühlen, die man so hat in meinem Alter und grundsätzlich als junger Mensch, und konnte das sehr gut nachvollziehen, fand das unglaublich schön geschrieben. Also man merkt das ja immer, gerade wenn man das Buch das erste Mal liest und davon dann so wahnsinnig beeindruckt ist, dass man denkt, man muss das machen, dann ist es das beste Zeichen, ne? Also oft braucht es auch ein bisschen Zeit, dass man ein Buch liest, und deshalb bin ich dann da hingegangen zum Casting, habe mich auch sehr auf diese Szene gefreut, in der Jonathan bei seinem Vater am Krankenbett ist und in einer sehr brenzligen Situation sich bewegt, die ich jetzt noch nicht so genau beschreiben kann, aber das sind einfach wahnsinnig intensive Charaktere und die Beziehung zueinander sind so spannend gewesen, dass ich von vornherein wusste, dass ich das machen will. Julia Koschitz spielt ja im Film die Pflegerin Anka. Wie wichtig ist sie für Jonathan? Wahnsinnig wichtig. Also das ist eben erstmal wird sie eingestellt als jemand, der sich kümmert um den Vater. Und dann gibt es eben diese Liebesgeschichte, die zwischen den beiden besteht und auch eine wahnsinnig schöne Liebesgeschichte ist, weil dieser Film grundsätzlich eigentlich bei allen Thematiken, die er anspricht, wie das Schwulsein oder altersübergreifende Liebe, Liebe eben so zeigt oder definiert, wie sie sein sollte für mich, ne? Also dass eben all das keine Rolle spielt eigentlich, dass man dem keinen Stempel aufdrückt, dass es eigentlich grenzenlos ist, und da ist auch die Beziehung zwischen den beiden eben ein sehr, sehr wichtig, um das zu zeigen. Du hast es schon angesprochen, Jonathan wird im Film mit ziemlich anspruchsvollen Themen konfrontiert, gleichgeschlechtliche Liebe, Tod, Familienkonflikte. Wie bereitest du dich auf solche Rollen vor? Immer unterschiedlich. Also es gibt da nie einen festen Plan, wie man das machen kann. Es ist immer von der Geschichte abhängig. Man geht eben, wie gesagt, immer so in sich und in das, was man, glaube ich, selbst erlebt hat, und kehrt auch in diesem Fall so an die Orte zurück, gedanklich und dann aber auch real, von denen man herkommt. Und weil es alles so ein Landleben-Film ist, ne, habe ich danach so wieder gesucht, so wo ist das vorgekommen bei mir in meiner Kindheit, und das gab es ja ganz stark dadurch, dass ich auf dem Dorf, so am Rande des Dorfes eigentlich groß geworden bin, war mir das alles sehr vertraut, so, und die Kraft, die da drin steckt und die Besonderheit und auch die Abgeschiedenheit zur äußeren Welt, eigentlich noch ich so ein paar Jahre vorher, der auch ganz viel entdecken will und die Suche nach dem, was man noch nicht kennt, und aber auch das nicht entdecken können. Eigentlich ein inneres Brodeln, was in einem ist, was eben in Jonathan total da ist. Wie kriegt man das so zum Vorschein, oder wo findet man das in sich? Genau, und dann war die Vorbereitung vor allem auch, wir als Schauspieler
mit dem Regisseur, glaube ich, fast 2 Wochen vorher zusammen auf dem, im Hotel auf dem Land und haben uns dann getroffen und die Szenen geprobt. Und da ist einmal wahnsinnig wichtig, dass man die Szenen zusammen probt, um da irgendwie eine Sicherheit zu finden. Und aber vor allem war es toll, die alle kennenzulernen. Ne? Und dadurch, dass wir so intensive Sachen spielen, also haben eine Sexszene, Julia und ich, dann wasche ich meinen Vater, also eigentlich so wahnsinnig nah intensive Dinge, da muss man sich dran gewöhnen und so muss man sich so an die Leute gewöhnen und das war eine gute Vorbereitung. Hast du auch irgendwie so die Hoffnung, dass der Film was bei den Menschen verändern wird? Weil wenn wir jetzt gerade mal das Thema gleichgeschlechtliche Liebe nehmen, das ist ja für viele immer noch ein Tabuthema, obwohl wir ja eigentlich in einer so aufgeklärten Welt leben. Ist auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Tabuthema und etwas, was für viele einfach fremd ist, ne? Also, weil das ja auch schon dann immer oft auch eigene Welten sind. Also manchmal in gewissen Bereichen vermischt sich das ja nicht so sehr, wie es das könnte. Und ich glaube, das Wichtigste, und deshalb kann der Film es auch schaffen, da irgendwie was zu bewirken, ist eben zu zeigen, Schwulsein oder gleichgeschlechtliche Liebe, ist nichts Andersartiges, ne? Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es was ganz Normales ist und man das so annimmt. Also man dem eben keinen Stempel aufsetzt. Hat der Film auch was in deiner eigenen Denkweise verändert? Also gibt es Sachen, worüber du jetzt anders denkst als vor den Dreharbeiten? Also ich glaube, der Film hat mich einfach, so wie jeder Film das in einer Art und Weise tut, natürlich reicher gemacht durch die Leute, die ich getroffen habe, durch die Dinge, die ich spielen durfte und er hat mich reicher gemacht in meiner Arbeitshaltung, ne, und wie ich an Rollen und an so Thematiken rangehe und an Charakter, wie ich den finde. Und einfach bei diesem Projekt würde ich ganz sagen, ganz besonders, weil es so wenige gab, wenige Projekte, die mir so nah lagen oder die mir so, wo mir die Geschichten so wichtig waren zu erzählen. Es gibt ja immer Filme, wie jetzt zum Beispiel, ne, so die Zeitreisetrilogie oder so, denn das ist einem genauso viel wert, aber da weiß man oft, worum es geht. Also es ist so ein klares Genre, ne? Und hier ist es eine ganz eigene Geschichte, die man erzählt. Das ist es da auch, aber man hat, glaube ich, so eine, man fühlt manchmal eine größere Verantwortung irgendwie für so kleine Geschichten. Und insofern hat er mich, glaube ich, besonders geprägt auch, ja. Nach den Premieren heute Abend in Stuttgart, morgen Frankfurt, Donnerstag Berlin, startet der Film ja dann deutschlandweit in den Kinos. Gibt es noch etwas, was du den Kinogängern mitteilen möchtest oder den Menschen, die noch unentschlossen sind, ob sie ihn angucken sollen oder nicht? Also ich würde mal so sagen, ich glaube, wenn man unentschlossen ist, dann liegt es vielleicht daran, dass sich die Leute ja manchmal fragen, wenn man so einen Trailer jetzt von Jonathan sieht, was nehme ich da mit eigentlich? Also was will ich bei einem Kinofilm haben und wieso habe ich das Gefühl, dass das hier vielleicht nicht so ist? Und ich glaube, das Schönste oder mein größter Wunsch ist es natürlich, dass Leute sich auch sowas angucken, weil ich eben fest daran glaube, dass es so viel mit einem macht, dass es so wichtig ist. Deswegen liebe ich Kino. Ich liebe Kino, weil ich Actionfilme liebe, weil ich Comedy liebe, Romantic Comedy, all diese verschiedenen Genres. Und manchmal fällt es mir selbst auch schwer, in so Arthouse-Filme zu gehen, weil man weiß, das verlangt so viel von einem ab. Aber letztendlich ist das Gefühl, was danach steht, oft so stark und macht so viel mit mir, dass ich jedem sagen kann, der noch zweifelt oder der noch überlegt, dass es sich total lohnt und dass man auch nicht nur irgendwie mit so einer schweren Thematik vollgekleistert wird, sondern vor allem auch mit einem guten Lebensgefühl und unterhaltenden Elementen auch. Wir haben noch was Kleines vorbereitet. Wir haben nämlich auf den... Ja, ist leider nichts zum Essen. Es sieht nur so aus. Nein, wir haben auf den ganzen Fanseiten Aufrufe gestartet, dass deine Fans Fragen einsenden können. Die waren auch sehr fleißig, sind über 100. Du hast ja heute nichts mehr vor, oder? Nee, ich... Gut. Wunderbar. Nee, wir losen natürlich ein paar aus. Wie gehst du mit dramatischen Szenen um? Beschäftigen diese dich danach noch? Ganz unterschiedlich. Also oft passiert manchmal was in Szenen, damit hat man vorher nicht gerechnet und dann ist es eigentlich für einen manchmal wie Zauberei, sage ich immer, weil dann auf einmal so Dinge entstehen, wo man denkt, das ist so, ja, übernatürlich. Also weil es ist ja immer noch was, was man spielt und es gibt Momente wie in Vier Könige, gibt es zum Beispiel eine Szene,
wo ich im Bett liege und fixiert wurde und die Fixierungen werden abgemacht und ich musste weinen und so. Und das war so ein Moment, da bin ich in den Raum gekommen. Und das war eben auch so ein kalter Raum mit 4 Betten, die alle leer waren. In der Ecke saß schon Komparse, der als Krankenpfleger angezogen war, mit überschlagenen Beinen und hat so ein Buch gelesen. Und diese Atmosphäre war so echt. Und dann habe ich mich da reingelegt, habe diese Fixierung anbekommen. Dann hat der Clemens Schick, der meinen, wie sagt man, Psychiater gespielt hat, mich losgemacht. Und dann war alles sofort so sehr da, dass ich absolut in der Situation war. Und das war zum Beispiel eine dramatische Szene, die mich total beeinflusst hat. Und das ist toll, das wünscht man sich von der Schauspielerei. Und ansonsten sind dramatische Szenen ja natürlich immer was Besonderes, weil es da so ums Ganze geht. Und wie ich damit umgehe, glaube, es ist immer unterschiedlich. Da kann man sich weder drauf freuen, weil man nicht weiß, wie es ist, oder sich auch nicht vorschützen, weil man nicht weiß, wie es wird. Dann die zweite. Welchen Film mit dir bekommen wir als nächstes zu sehen? Als nächstes, also Jonathan natürlich zum einen, und dann wird auf jeden Fall nächstes Jahr im März Jugend ohne Gott zu sehen sein. Das ist, glaube ich, ein Film, auf den man sich sehr freuen kann, weil es ist zum einen eine Romanverfilmung, die so in die nahe Zukunft versetzt wurde mit ganz tollen Schauspielkollegen, also Fahri Yardim, Emilia Schüle, Anna-Maria Mühe. Und das wird ein toller Film, der kommt im März wahrscheinlich. Dann kommt noch High Society, das ist eine Romantic Comedy von Annika Decker, die Traumfrauen gemacht hat, und den drehe ich gerade, und der wird, glaube ich, einfach sehr witzig und schön. Und dann kommt noch nächstes Jahr im Herbst wahrscheinlich erst Maximilian, das ist ein Dreiteiler fürs ZDF über einen österreichischen Kaiserssohn zu der Zeit, ja. Wie sehr hat sich dein Alltag verändert, seit du Schauspieler bist? Kann ich gar nicht sagen. Ich mache das ja, seitdem ich 11 bin. Also der hat sich stark verändert, seitdem ich 11 bin. Immer wieder. Und das ist auch, also letztendlich gibt es ihn nicht, meinen Alltag. Natürlich versuche ich den immer wieder zu finden in den Pausen, in denen ich zu Hause bin und eben nicht drehen muss. Aber der verändert sich die ganze Zeit. Nur das ist ja auch das, was ich will oder weswegen ich das mache, ne? Dass man immer wieder so unterschiedliche Phasen zulässt und mit anderen Leuten unterwegs ist und in unterschiedliche Milieus reinkommt. Das ist eine ständige Veränderung und das ist auch gut so. Wie lernst du deine Texte auswendig? Wenn ich Texte lerne, dann ist das nicht so, dass ich das immer gleich mache. Ich lese die Texte einfach ganz oft, ich lese das Buch ganz oft und ich muss halt verstehen, was ich da sage, und ich muss verstehen, worum es in der Szene geht, und ich muss verstehen, warum ich jemandem widerspreche, wenn der mir irgendwas an den Kopf wirft oder wenn der irgendwas zu mir sagt, und dann kommt das so alles von alleine eigentlich. Also wenn man sich so die Geschichte verinnerlicht, um die es geht, dann kommt der Text, glaube ich, immer am freisten raus und nicht so jeden einzelnen Satz und jedes einzelne Wort Stück für sich. Ah, die ist schön. Was ist dein größter Wunsch? Also es gibt so viele. Ein größter Wunsch wäre, glaube ich, ich will auf jeden Fall, weil ich ja vom Land komme, ich liebe das Stadtleben, ne? Ich liebe Berlin und will da auch bleiben und will da auch immer wieder sein, aber ich will ein Haus auf dem Land haben. Ich will eigentlich, so bin ich eben auch groß geworden mit einem großen Grundstück und einfach, wo man so alle möglichen Räume hat, in denen man sich mit dem, was man immer wieder auch gerne tut, so auslebt. Also Musikraum, so ein Raum zum Filme gucken extra und so, das ist einfach ein wahnsinnig großer Wunsch, weil das ja für mich in meinen freien Zeiten ganz viel dazugehört, auch produktiv zu sein und und ich einfach das Landleben doch auch so sehr liebe, so sehr ich das Stadtleben mittlerweile auch brauche. Was ist für dich die schönste Eigenschaft von Jonathan? Das ist eine gute Frage, eine schwierige, weil er natürlich viele Eigenschaften hat. Und ich glaube, eine große Eigenschaft ist einfach so, die Liebe zu allen um sich herum, sonst wird er sich nicht um alle so sehr kümmern, und die Aufopferungsbereitschaft, die ist für ihn nicht unbedingt gut, aber es ist natürlich eine grundschöne Eigenschaft, weil der eigentlich das macht, was alle von uns wahrscheinlich ein bisschen mehr machen sollten, so, ne? Sich um die zu kümmern und weniger um sich, und er sollte sich aber mehr um sich kümmern, deshalb ist es keine gute Eigenschaft, aber sie ist wunderschön,
Wie ist es, ständig unterwegs zu sein, um einen Film zu drehen? Siehst du deine Familie oft oder eher selten und vermisst du sie? Ich vermisse meine Familie total. Also jetzt gerade ist es auch wieder ganz schwierig. Jetzt wollte ich meine Eltern mal wiedersehen und dann ist aber jetzt nächstes Projekt schon wieder reingekommen. Das heißt, den Zeitraum, in dem wir uns sehen wollten eigentlich, da klappt es jetzt wieder nicht. Ich habe schon oft Urlaube mit meinen Freunden geplant und so, die dann ins Wasser gefallen sind oder wo ich absagen musste, weil eben noch was reingekommen ist. Und das ist manchmal ein bisschen das Schwierige daran. Das ist besonders. Wie lange brauchst du, um einen Zauberwürfel zu lösen? Also, ich kann es nicht sagen, weil ich noch nie einen gelöst habe. Ich würde jetzt mal sagen, da kommt es gut auf 24 Stunden, also den ganzen Tag dran sitzen. Bei welchem Film warst du beim letzten Drehtag am traurigsten? Also ich muss sagen, das war tatsächlich bei Jonathan. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass es der Film ist, den ich gerade promote und das war so traurig, das war so schön. Das war tatsächlich einfach nur am traurigsten, weil wir an so einem wunderschönen Ort waren. Also wir waren in, wie hieß denn das nochmal, irgendwo am Strand an der Nordsee und ich weiß nicht mehr, wo es war, aber wir haben diese letzte Szene gedreht, oder im Film ist es eine der letzten Szenen, in der Jonathan seinen Vater sucht und mit dem Auto am Strand lang fährt und die Sonne geht unter. Und da war einfach noch so ein kleines Team nur. Also das Team hatte sich verkleinert bis dahin. Da waren, glaube ich, 20 Leute. Und dann steht man da so und es sind also keine Touristen da. Es ist keine Menschenseele, nur dieses Auto oder diese zwei Kameraautos, der Sonnenuntergang und dieses Team, mit dem man irgendwie 2 Monate verbracht hat. Und dann war es auf einmal vorbei und das war natürlich also unterstützt durch diese schöne Natur, die um einen war, total emotional und traurig, aber auch schön, weil man so mit einem guten Gefühl aus der Zeit rausgeht. Wie ist das Leben als Teenie-Star? Also man sieht sich ja selbst nie als Teenie-Star. Man merkt natürlich, dass man in so eine Welt reinwächst, die eigentlich ungewöhnlich ist und das musste ich lernen, so mit 14, 15 war das, glaube ich, die Zeit, in der das am schwierigsten für mich war, weil man natürlich in dem Alter ist, wo alle die Filme gucken, die man macht. Und das Schwierigste ist wahrscheinlich da zu lernen, dass man damit umgehen muss, dass alle von außen etwas über einen denken. So, ob das jetzt gut ist oder schlecht, alle denken etwas, ohne dass man sie kennt oder ohne dass sie einen kennen. Und damit musste ich umgehen. Und dann muss man so, glaube ich, dieses luxuriöse Leben oder sowas einem dann ja teilweise geboten wird, einfach richtig einzuschätzen wissen. Also ich finde, man darf das genießen, aber man muss immer wissen, dass es nicht die Normalität ist. Oh, das wollten viele wissen. Hast du Geschwister? Habe ich Geschwister? Die habe ich wirklich auch noch nie gestellt bekommen, glaube ich. Also ich habe keine Geschwister und bin aber in einer WG groß geworden, also mit mehreren Familien und über eine lange Zeit eben mit einem Jungen, der etwas älter ist als ich, ein Jahr aber nur und ein Mädchen, die aber mittlerweile auch schon Mutter ist. Und dadurch, dass wir alle zusammen in einem Haus gelebt haben und so ganz offen auch, sind das immer so meine Ersatzgeschwister, was schön ist, weil da bin ich nicht ganz alleine groß geworden.